Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Deepjosh mit einem brandneuen Part von Pokémon Uranium. Im letzten Part haben wir erfolgreich den Feuer-Arena-Leiter besiegt und unseren ernsthaften Rivalen. Wir haben übrigens von unseren Rivalen noch Surfer bekommen und haben es dann unseren Azirius beigebracht, unser ehemaliger Robbie. Gut, und wir haben jetzt... Und wir müssen uns jetzt auf den Weg machen zur nächsten großen Route. Dafür können wir auch eine Abkürzung nehmen. Aber davor wollte ich noch kurz eben gucken, ob wir noch irgendwo hier Schutz haben. Müssten wir eigentlich theoretisch noch haben. Müsste eigentlich hier irgendwo zwischen sein? hab ich das jetzt schon wieder besehen oder? Warum finde ich das gerade nicht? Bla bla bla. Ah hier. Super Repel haben wir noch 8 Stück. Passt. Gut. Dann lasst uns mal ein bisschen surfen. Warum auch nicht, Leute? Ja, unser schönes Wasser-Pokémon wird uns durch diese ganze Route bringen. Ich gucke nur kurz. Sieht sehr nach Wasser aus, da würde ich... Ja, packen wir einfach noch Solari nach vorne. Kann ja nicht schaden, wenn wir noch einen Pflanzen-Elektro... Ne, eigentlich würde ich das komplett nach vorne packen. So. Zack. So passt das besser, gut. So, da sind wir auch wieder auf Route 5, wo uns der Angler fast gekillt hätte. Hm, so ist es mein Elektro-Pokémon, aber... Hm? Oh Gott, ne? Hallo, wo gehst du hin? Ja, ja, und wir sind Surf-Ninjas. Was seid ihr? Warte. Okay, Surf-Ninjas. Okay, passt. Passt schon irgendwie. Ja, Ninjas, die surfen. Pokémon sehen genauso aus. Gut. Hm... Was nehme ich denn am besten für eine Attacke? Das ist die große Frage. Ja, das ist die große Frage. Ich könnte sie mit allen killen. Das ist ja nicht das Problem. Und ja. Ja, für dich kann ich gar nicht brauchen. Die anderen kann ich auch nicht rausschicken, so wirklich. Macht ja auch keinen Sinn irgendwie. Na, egal. Schmeißen wir nach S51 raus. Der muss ja auch noch was mal tun. Unser Shiny. Gut. Donnerschock. Und wie sieht's aus? Ja, recht gut. Unser Solari schnetzelt hier durch wie, wie Messer durch die Butter. Okay, Seidin. Was ist das da für Ding? Ist das etwa ein, Shuriken oder? Ne, der Shuriken, das sind dann. Wie nennt man das Ding jetzt nochmal? Boah. Aber es sieht sehr interessant aus, muss ich zugeben. Gut. Donnerblitz! Was? Das Ding ist Level 49? Okay. Na, fällt es aber nicht viel aus, muss ich zugeben. Solari ist broken. Gut. Oh Gott, so viel XP. Geroball, nee, das lässt du bitte. Nein. Stop learning. Ja, danke. So, Seidin nochmal. Okay. Aquatail. Der geht daneben. Okay. Ist alles noch in Ordnung? So. Oh Gott. Macht der auch keinen Schaden? Na, Mann, ich habe einfach nichts, was irgendwie effektiv ist gerade. Na, okay. Dann kämpfen wir mal weiter. Donnerschock auf. Auf unseren Sardin-Ding und. Ja, Sardin-Ding. Auf unsere Sardine und. Ja, was hau ich denn jetzt hier? Naja, hat irgendwie keinen Sinn gerade, irgendwas anderes reinzuhauen. Mach mal Donnerblitz auf dich! Und, ja, dauert halt ein bisschen, bis das Ding kaputt ist. Hat ein bisschen HP, aber sonst ist es eigentlich eher recht geschillt, muss ich zugeben. Recover. Warte, ich habe doch eigentlich schon Synthese. Wozu brauche ich jetzt Recover noch? Ja, okay, zum Trollen schon, aber... Nee, passt schon. Ja, Stop Learning, okay. Das brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Gut. Paint Attack, Oh, scheiße. Nein. Das ist überhaupt nicht gut. Flash Cannon! Arene! Macht wahrscheinlich überhaupt keinen Schaden. Wie ich es mir dachte. Gut. Ah, wir haben ja Überreste, das ein bisschen Schaden reduziert. Gut. Kicker Train! Und Arene. Gut. Ja, die Dinger kosten einfach nur Zeit. Mehr ist das hier nicht. Gut. So, ich habe einfach nicht so viel gegen Wasser-Pokémon gerade. Oh, wir haben ihn besiegt. Oh, du bist stark.
Was? Was? Okay. Gut. Schlaf mit offenen Augen, okay. Oh, guck mal, da haben wir sogar noch eine Trainerin. Hey, wollen wir sie her... Warte kurz. Ich brauch... Muss irgendjemand noch einen XP-Teiler geben? Auf jeden Fall. Wo haben wir den XP-Teiler? Wo ist mein schöner XP-Teiler? Da haben wir den. Gut. Wer braucht denn den XP-Teiler gerade? Ja, er ist an 50. Ja, Überreste. Ja, tauschen. Gut. Du musst auf jeden Fall noch ein bisschen höher werden, mein Kleiner. Gut. Und dann komm mal her. Hey, ignorier mich nicht, wenn ich mit dir rede. Mann, immer so schwimmenden Frauen hier. Zitze. Noch nicht einmal achten, wenn einer einen Kampf will. Okay, ein Corazon. Hallo. Ja, alles gut, mein Kleiner. So, Giga Train. Dann hat sich das auch schon für dich. Denke ich mal. Ja, doppelte Effektivität. Passt. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Gut. So, was haben wir denn hier noch? Ja, okay. Erstmal ganz viel Text. Titanica. Och ja, okay. Interessant. Was nehmen wir denn für Titanica? Oh Gott, der klingt ein bisschen komisch, aber... Ah, nee, ich bleib mal bei dem Pokémon. Oh, hallo, Titanic. Na, alles fit? Hast du anscheinend den Eisberg noch mitgenommen? Den du, ja... Oh Gott. Ich hab nichts an! So, dann probieren wir mal hier nochmal Gigatrain, um ein bisschen was zu saugen. Das ist übrigens, glaube ich, ja, ich glaube, Eis war das Ding. Aber es müsste eigentlich auch nochmal Stahl sein, aber nee, das hat der Typ ja nicht bekommen. Irgendwie merkwürdig, aber egal. Ja. Sie hat alles rausgeholt aus sich. Gut, der nächste Angler. Heil meine Pokémon hoch, yay! Oh Gott, hier haben wir so viel Trainer. Ja, wird auf jeden Fall ziemlich spaßig. Gut. Was haben wir denn hier Schönes? Oh Gott. Ernsthaft? Oh, gut, ich wechsle das Pokémon. Azurius, komm du raus. Gut. Yay, hast verfehlt. Bist du gut. Gut. Ach, scheiße, Zephyr wollte ich doch gar nicht benutzen. Wie lame. Oh Gott, ne Zephyr! Auf dem! Macht da wahrscheinlich nicht so viel Schaden, oder? Nee, hat nicht. Ich hätte es fast geschafft, ihn zu besiegen, aber. Nee. Wollte halt nicht. Megatrain. Ob das überhaupt was bringt gegen meine ganze Spezialverteidigung? Ich denke eher nicht. Gut. Eisstrahl. Auf du. Ach Gott, aber das Pokémon sieht doch richtig geil aus. Oder Leute? Sieht doch richtig cool aus. Gut. Was kriegen wir denn? Oh Gott, so viel XP. Crustle. Ja, bleibt mal drin. Hallo. Wie wär's noch mit einem Eisstrahl für dich, mein Kleiner? Das wäre doch cool, oder? Ich hoffe, da kommt jetzt nicht mit... Oh, scheiße. Oh, Gott. Mann, haben wir Glück gehabt. Das war echt Glück. Gut, nutzen wir mal Surfer, um ihn zu finishen. Spür mir den Scheiß mal raus. Gut. Dann Crustle. Scheiß, mein Kleiner. Gut. Was haben wir denn als nächstes vor uns im... Gut, Hanks, ja, hallo Hanks. Alles gut, danke fürs Geld. Und ja, wir machen uns, ja, weiter auf zum nächsten Trainer. Ja, ich will Zephyr einsetzen. Gut. Hallo Trainerin, ignoriere mich nicht, wie deine Kollegin. Komm her, danke. So, ach, du schwimmst auch im weit offenen Meer. Ja, ist ja überhaupt nicht gefährlich, hier im weit offenen Meer zu schwimmen, oder Leute? Naja, überhaupt nicht. Gut. Dann saugen wir mal das Ding aus, um uns mal ein bisschen wieder HP zu besorgen. Kann ja nicht schaden. Gut, GG, easy. Das Ding ist besiegt. Und wir haben fast wieder volles Leben. Passt. Gut. Ach ja, eine ganze Route voll Wasser-Pokémon und ich kann irgendwie nur zwei Pokémon benutzen. Das ist ein bisschen doof. Na egal. Wir haben ja einen XP-Teiler. Von da wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, dass halt einige überlevelt werden oder sonst was. Und warum bist du nicht draufgegangen? Mann. Das wäre so cool gewesen. Aber nee. Psybeam. Wie lame. Das bringt doch dir gar nichts. Gut. So. Giga Train. Und tschüss. Mein kleiner komischer Hirnfisch. Sieht immer noch sau komisch aus. Ja, nee. Gut. Level 44. Oh, okay.
So, Katharina haben wir besiegt. Ja, das Wasser ist so kalt. Mann, das ist so kalt. Gut, komm mal her, Trainer. Oh. Kawabanga, Surf Dude. Ist das jetzt von Teenage Ninja Turtles oder warum sagt ihr das jetzt gerade? Gut, auf jeden Fall hat er schon wieder so ganz komische Pokémon. Gut, wie wär's mit Donnerblitz? Frisch gegrillt, Donnerblitz. Will jemand noch ein bisschen frisch gegrillten Braylip? Ja, hier liegt einer, hm? Also greift ruhig zu. Es ist frisch gekocht. frisch gegrillt. So, Claudio setzt. Ja, ist mir egal. Gut. Gott, das Ding ist ja ziemlich hoch vom Level. Gut. Aber oh, eigentlich, jetzt geht. Ich habe ja auch das Level von dem Pokémon. Von daher passt das schon. Gut. Das hat sich dann auch für das Ding. Gut. Nochmal Massig XP, Level 30. Anzieht Power Cards knicken, dass du sowas lernst. Obwohl. Na, nee. Lass mal bla. Lass mal bla bla bla. Gut. Claudio haben wir besiegt. Und wir wipe out. Ja, die Serie. Die TV-Show kenne ich. Oh, guck mal. Eine kleine Insel mit einem Item. Was haben wir denn da Schönes? Shockwave. Okay. Die schwache Elektroattacke, die ich schon verlernt habe gegen Donnerblitz. Okay, wenn die meinen, dass die uns so Misch geben müssen, gut. So, komm her. Hallo, Mann. In anderen Pokémon-Spielen rennt man immer die Leute rein und die rennen einen vor einem weg. Was ist denn? Oder die schwimmen vor einem weg. Ist, glaube ich, besser so. Gut, okay, wieder Tapja, Tapja, gut, so, Donnerblitz auf Doom. Ach ja, ich mag es, das Ding einfach nur zu zerlegen. Gut, was hast du denn als nächstes vor, hm? Was hast du für Pokémon? Electrux, okay. Ach, weil ich's kann. Nur einfach, weil ich's kann. Hallo, Electroso. Wie es mit dem Erdbeben. Tschüss. Auf nimmer Wiedersehen. Ja, Erdbeben funktioniert ja auch auf Wasser. Das ist die Logik von Pokémon. Passt doch, oder? Diese Logik, gut. Ach, Massig. Bäh. Gut. Im Braylip, da wechsle ich natürlich wieder durch. Ja. Du kannst, glaube ich, da nichts mit anfangen. So, Solari bringt uns hier sehr viel Vorteile. Da wir nicht das Problem haben, irgendwie. Ja, wie soll man das sagen? Wir haben einen Wasser-Pokémon-Zerstörer bei uns. Da passt es. Dass ich sogar noch selbst hochheit durch seine Attacken. Das ist geil, oder? Das ist geil, auf jeden Fall. So, haben wir es jetzt auch geschafft. Gegen Celio. Ja, jeps. Something ist auf meinem Fuß. Ja, okay. Wenn er meint. Oh, ja. Oh, komm. Hallo, ihr beiden. Okay, ja, du hast unsere Brüder zerstört und wir surfen immer noch auf dem Wasser rum. Okay, gut. Dann zeig mal, was habt ihr denn heute zu bieten? Na, nochmal die gleichen Dinge, okay. So, gut, finde ich meinen. Wie wär's mit einem schönen, ja, Donnerblitz auf dich und... Ach, du machst einfach Protect, passt schon. Gut. So, Donnerblitz auf dem. Yay. Ich hoffe, das macht gleich ordentlich Schaden. Passt. Gut. Wir haben ja noch demnächst, glaube ich, noch was anderes vor. Ja, eventuell erstmal diesen Trainer hier besiegen. Ja, passt. Gut. Ein Chorus. Was ist das für ein fettes Vieh? Aha. Gut, das war gut, dass ich Protect eingesetzt habe. Und wir beseitigen erstmal das fette Vieh. Und ja, ich wechsle mal kurz Pokémon aus. Ja, ich bin überlegen. Ah, Kai, wie komm du mal raus? Ich weiß nicht, ob du das überleben wirst, aber ich dachte mir, ach, komm einfach raus. Passt schon. So, Giga Train. Das Ding ist erledigt. Hat aber auch ordentlich HP. Sieht aber auch echt fett aus. Sieht aus wie ein Hytera. Nur als Corazon. Okay. So, Spawnary, okay. Das war sogar richtig, das einzusetzen. Scheiße, scheiße. Oh Gott, ne. Mach nicht so viel Schaden. Gut. Wie ist mit. Nee. Du machst Giga. Hallo. Giga Train auf den. Und ja, Erstlash auf dich. Gut. So, und Solari will sich nämlich wieder voll heilen.
Darum dachte ich mir, mach einfach. Gut. Erst Slash verfehlt natürlich. Okay, Aquatel. Das kann böse enden. Oh, shit. Das tut weh. Das tut echt weh. Könnt ihr mal auf... Mann, nein! Oh Gott! Please! Gut, okay. Du brauchst auf jeden Fall deine HP wieder. Mach mal Gigatrain auf dich und... Einfach Lavablumen. Passt schon. Ich hoffe, wir überleben das hier. Es wäre cool, wenn wir das auch irgendwie überleben könnten. Ja, auf jeden Fall wäre es cool. Gut. So. Ja. Gut, Level 41 für dich. Passt. Und. Oh, scheiße. Nein, ich habe mein Pokémon selbst umgebracht. Bist du dumm? Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Und wir sind irgendwie erledigt. Gut. Oh Gott. Azurius, komm mal raus. Ich muss hier noch was erledigen. Ja. Gut. So, Eisstrahl auf dich und Airslash auf das Ding. Dann passt das. Letztes Mal hat er irgendwie den Airslash verpasst. Echt dämlich. Gut. Was? Das hat überlebt? Azurius, beende es. Hey. Machst du gar nicht. Wieso macht das keinen Schaden? Merkwürdig. Gut. Ja, das ist gut. So, passt. Wir haben sie besiegt. Geil. Ey, du bist ziemlich stark. Gut. Was? S51 entwickelt sich. Oh nein, ich habe keine Lust, das jetzt so zu zeichnen. Okay, muss ich dann eben. Gut. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Das Ding entwickelt sich einfach und dreht immer noch durch. Ist straight durch, Mann. Ist straight durch. Oh Gott, ne, sieht das interessant aus. Gut. Okay. Ja, wir müssen das unser Boss erzählen. Okay, der wird hier eine Lehre sein. Okay. Gut. Dann passt das ja. Gut. Oh, Shellbell, cool. So, ich glaube, ich gehe aber kurz nochmal zurück. Mich heilen. Wir sehen uns dann gleich hier wieder. Oh, scheiße, ich habe hier noch einen Trainer vergessen. Gut, wir machen dann hier einfach weiter. Passt schon. Gut, der nächste Trainer erwartet uns. Er hat nur ein Pokémon, okay. Hallo, Spony. Alles gut. So, einmal schön Donnerblitz. Und dann hat sich das dann auch für dich wahrscheinlich. Der kurze, aber knappe Kampf. Ey, wieso belebst du? Das ist ja mal, das geht ja mal gar nicht klar hier. Au, das tut weh. Warum tust du sowas? Gut, Giga Train, bisschen HP wiederholen. Zwar ist es nicht so viel, aber passt. Bisschen, Gut. So, das Ding ist erledigt. Und Level up. Ja, Level 45. Und da passt eigentlich, oder? Leute, passt. Blablabla. Ich ertrinke hier. Gut, nur weil ich ihn besiegt habe, ertrinkt er hier. Zitze. Gut. Wann war da? Nee, da ist so anscheinend nichts mehr. Aber warum fallen hier immer noch Blätter runter? Das erklärt mich. Erklärt mir mal jemand hier. Okay, wir wollen ja nochmal Repair benutzen. So. Gut. Wo haben wir denn hier noch was Gescheites? Oh, guck mal hier. Wir sind schon an der Küste recht. Yeah! What? Was ist denn jetzt gekommen? Vier Ninjas? Okay, du hast einen Fehler gemacht. Okay. Oh, unser Boss wird dich zum Sinken bringen. Okay. Okay, Hokage. Oh Gott, ne. Sind wir hier bei Naruto? Zeig ihnen das, Bobs. Keine Unterbrechung bei irgendwelchen starken Trainern. Meine Pokémon sind stark und schnell. Und ich werde dich dafür bestrafen, dass du hier rumfährst. Okay. Oder rumschwimmst. Gut, der Boss. Ninja-Boss Hokage. Gut. Hallo, Zadain. Alles gut, Zadain. So, ich glaube, ein Gigatrain müsste eigentlich ausreichen. Hoffen wir mal. Ich hoffe es zumindest. Ah, nicht ganz. Ja, schade. Er holt wahrscheinlich gleich eine starke Attacke. Oh, Exzessor, nein. Nein, 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 nein. Das ist böse. Hör auf damit. Hypertrank, okay. Dann kann ich mir wieder hochheilen. Ist alles gut. Ist noch alles gut. Dann ziehe ich mich nochmal kurz hoch, weil er sich dein Pokémon wieder hochgeheilt hat. Und, okay, nicht ganz gekillt, aber passt. So. Wie viel Donnerblitz habe ich denn noch übrig? Okay, ich habe noch genügt. Willst du mich hier wie trollen? Ja, setze einfach alles für dieses schwache Pokémon ein. Passt schon. Ach ja, ist ganz geschillt. Oder Leute? Ganz geschillter Kampf. Ja, unser Solari heilt sehr viel aus. Ja, nur dieses Exzessor geht mir irgendwie tierisch gegen den Strich. Gut,
Level 42 für dich. Gut, Hokage sind Gyarados. Aber warte, warum lasse ich das hier nicht drin? Hier ist Gyarados. Oh Gott, ne. Ja, okay. Meine Attack müsste aber schneller sein. Gut. Frisch gekrillt, Donnerblitz. Gegen Gyarados. Ach Gott, ne. Ernsthaft, Gyarados. Gegen meinen Elektro-Pokémon. Das ist so lustig. Gut. So, oh Gott, so viel XP. Tumbarell, ich weiß gar nicht, was das für Ding war. Ach, das Ding, hallo. Wie wär's mit Donnerblitz, mein kleiner? Großer? Aal? Ich glaube, das war ein Aal, oder? Müsste eigentlich. Crunch, okay. Gut. Mach ruhig. Au. Macht ja nicht so viel Schaden. Hm? Wie erwartet, gut. Das Ding ist erledigt. Geil. Tschüss. Und gib mir massig XP, Liner. Na gut. Okay, so viel gibt's. Aber. Okay, wann? Was war das denn jetzt überhaupt für ein Ding? Oh, ein Aquana. Gut. Saugen wir das Ding aus. Ist cool. Danke fürs Aquana. Wieso überlebt das Ding noch? Wer es kommt jetzt mit Eisstrahlen? Dann gibt's Ärger. Anzitamor, okay. Verteidigung steigt. Oh, okay, mach ruhig. Ist mir auch egal. Das ist mir sowas von egal. Ich bin spezial mit Solari. Von daher ist es mir sowas von egal. Ist wirklich so. Gut. Hm. So, Level 1. Okay, setz Daikuntana ein. Nee, ich will das Pokémon nicht wechseln. Falls. Oh Gott, das Ding sieht böse aus. Gut, dann ab. Ah, Eisenschädel. Ja. Ist nicht sehr effektiv. Gut, dann Blex auf den Harin, mein kleiner. Harin. Gott, ne, Gott, ne, Gott, ne. Ja, ist tot. Ist besiegt, hey. Nicht tot, sondern besiegt. Wow. Gut. Kleiner One-Shot für unser Solari. Und wir haben ihn besiegt. Aha, schade, ich hab verloren. Hm. Nein, das kann nicht sein. Ist die Prophezei... Kann die Prophezeiung wahr sein? Dass einer kommt, wer stärker ist, meine Ninja-Ehre, ja. Hm, ja, okay, was hast du vor? Boss! Okay. Jo, okay. Ich bin jetzt so Hokage? Hm, okay. Das Wasser ist, gehört dir, okay? Okay, ja. Okay. Ich denke mal, okay. Heil, Ninja-Clan, what? Ninja's away. What? Wie sehe ich jetzt so Hokage? Okay. Lass mich mal so stehen. Oh, guck mal, ein Schild. Wollen wir es lesen? Hallo, ich will das Schild lesen. Mann, wieso kann ich das verdammte Schild nicht lesen? Mann, warum steht da ein Schild, obwohl wir es nicht benutzen können? Route 13. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Uranium. Und dann machen wir Route 13 unsicher. Dort kriegen wir wahrscheinlich auch noch ein Ditto. Und die Musik ist jetzt auf einmal extrem laut, muss man zugeben. Hm, holen wir uns noch das den Pokéball hier. Oh, es ist Swagger. Voll Swag, man. YOLO. Swag. Oh, bla bla bla. Ihr kennt's ja alle. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.